Hätte hier wieder jemand was liegen lassen. So, na dann, mal sehen. Was haben wir denn noch so Feines? Schläger von Boston. Ha. Befreiungsmission, Auftrag. Wo war denn vorhin das am... Pier. Das war doch hier unten irgendwo, oder? Wie sieht's denn aus? Der Bezirk gehört bereits uns. Und der hier, der wird gleich uns gehören. Wie mir scheint. Und dann hole ich noch den Klunker da unten, dann geht's wieder zurück in die Siedlung und dann gucke ich mal, was ich denn endlich mal alles herstellen kann. Weißt du, New York ist zwar irgendwie langweilig, aber wenigstens haben die da ein Straßenraster im Gegensatz zu hier in Boston, wo du dreimal um fünf Gebäude rumrennen musst, um irgendwo mal geradeaus laufen zu können. Kleiner Angeber, du. Das musst du wieder sein, ne? Ironischerweise, so wirre wie diese Stadt aussieht, ich erkenne Orte wieder. Das mag mal einer verstehen. Und deswegen habe ich es nicht gefunden. Weil da großartig was draufsteht. So ein anderes Symbol. Ah, Connor. Dein Ruf eilt dir voraus. Doch jetzt ist die Zeit, das Werk zu vollenden. Was bist du, Kampfmensch? Ich hörte, die Schakalse ist im Nichts aufgetaucht und niemand hat die Klötner, du weißt schon, sich ihm zu stellen. Bis heute. Wir brauchen eine eigene Bande. Feuer mit Feuer bekämpfen. Wird langsam Zeit, dass jemand etwas unternimmt. Ich bin dabei. Spricht für dich. Das wäre schon mal einer. Kommt mit, wir sammeln den Rest. Oh ja. Hey, die Bar macht zu, raus hier! Aufstand. Klar, mitten am Nachmittag machst du die Bar zu. Ich hätte vielleicht abends kommen sollen, um nicht all den Leuten hier was zu versauen. Klar, ich verstecke mich hinter dem Schild. Wenn das geht, okay. Oh, das wird bestimmt lustig. Mal gucken, was ich diesmal lerne. Falsches Rad. Richtiges Rad. Was haben wir denn hier? Leibwache. Leibwache klingt doch mal nach was. Leute, die mich beschützen, wenn ich andere Leute auseinandernehme, das ist doch sehr praktisch. Leider verschlägt es sie nie ins Grenzland, sondern nur in die Städte. Hallo. Hallo. So, na dann, alle sammeln. Na dann. Dum 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 da da dum da da dum 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 dum. So, was raten. Jetzt, wo es wichtig wird, hauen wieder alle ab, ne? Er war ein Tempel. Was wie? Die Tempelritter? Jesus. Ich dachte, die gäb's nur im Märchen. Sie sind sehr echt. Glaube ich dir aufs Wort, Kumpel. Tja, war mir ein Vergnügen. Wenn du jemals Hilfe brauchst, wobei auch immer, ich bin dein Mann. Wen haben wir gerade getötet? Das war so ein bisschen ereignislos, habe ich den Eindruck. Oder? Bist du das? Wahrscheinlich nicht, aber ich nehme dich mal trotzdem aus. Leibwache. Schöne Sache, schöne Sache. Ich habe ihn in den Krustentierer.
Was war das denn? Hört auf mich zu suchen, ihr Penner. So. Oh, da ist auch noch ein Klunkerdingsbumsduck. Sieht das aus? Okay. Zwei für mich. Der Bezirk hier unten ist nur noch komplett außerhalb meiner Reichweite. Ich könnte mal wieder ein Fort an mich reißen. Das da nämlich. Krukol. Ich hab hier nur alle die Tanz der Vampire kennen. Ich frage mich sowieso ab und zu, ob überhaupt irgendwer meiner Zuschauer sowas wie Tanz der Vampire kennt. Weil Musicals sind jetzt nicht das weitverbreiteste Ding. Was soll denn das? Mich sucht doch gar keiner. Weg mit dem Scheiß. Zäh. Ach ja, warum nicht? Komm rauf auf den Mast und runter vom Mast. Wäre lustig gewesen. Wärst du jetzt direkt auf den Pfeiler gesprungen, hättest du den Schädel aufgeschlagen. Was? Nein, ich bin nicht für Gewalt, aber es wäre trotzdem lustig gewesen, weil Ironie. Ja, ach so, großer Assassine schlägt sich selber den Kopf auf bei einem Wassersprung. Nun hab dich nicht so. Hallo, die Herren. Zum Glück interessiert es hier keinen, ob ich irgendwo raufkletter oder nicht. Aus dem Weg! Ich muss Wasser an! Dum, 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 dum. Row, row, row your boat gently down the stream. Ach, naja. Wisst ihr noch? Assassin's Creed 2 und 3, wo man Boote hatte und einfach sich hin und her karren lassen konnte. In Assassin's Creed 4 habe ich wieder ein Boot, das etwas größer ist und deswegen ein Schiff genannt wird. Nun, ist er jetzt langsamer geworden? Bist du etwa erschöpft von dem bisschen Rumgeschwimmen? Du bist sowieso viel schneller als jeder, den ich kenne. So schnell wird keiner diese Distanz überbrücken. Oder? Was haben wir denn da so? Naja, gut, es ist 100 Meter, 200 Meter waren das, 250 Meter. Doch, das kriegt man relativ gut hin, glaube ich. Aber oft kann man die Entfernung beim Schwimmen einfach nicht einschätzen, wie weit das andere Objekt noch entfernt ist. Hat schon viele das Leben gekostet, weil sie dann irgendwann keine Kraft mehr hatten und untergegangen sind. Soll er doch rennen, der Penner. Falsches Rad. Shit. Wollte ich gar nicht. Ich wollte nämlich eigentlich... Okay, jetzt wo ich schon mal meine Armee habe, möchte ich glaube ich gleich ins Fort einmarschieren. Vielleicht hauen die auch einfach von alleine ab, wer weiß. Ich hoffe jedenfalls gerade noch so ein bisschen an der Truhe vorbeizukommen. Und frage mich wirklich die ganze Zeit, was dieser Bug mit dem Plakat soll. Weil sonst habe ich nirgendwo meine Steckbriefe, wenn ich die mal irgendwo abreißen will. Aber jetzt sind sie überall. Okay, bin ich noch richtig? Ich bin an der Truhe vorbeigerannt. Merda. Mir scheint, sie ist auf diesem Schiff dort vorne. Ja, naja, ich wollte es eleganter machen, aber warum nicht? Okay, die Assassinen laden sich wieder auf. Was heißt, es wird mehr Spaß machen, wenn ich gleich beim Dings bin. Beim Fort. Hier
scheint gerade irgendwie so einen Drall zu haben, oder kommt mir das nur so vor? Das war ja einfach. Okay. Was? Warum? Ihr seid mies. Ich habe doch nur eine Truhe geplündert. Siehste, es trägt mir schon wieder niemand nach. Aber erstmal schießen, ne? Deppos. Okay, ist das weit? Ja, relativ. Kürzer als außen rum zu rennen. Wer Lust hat, kann ja mal die Schwimmgeschwindigkeit ausrechnen, wie viel ich für 100 Meter brauche oder so. Oder nehmen wir 10 Meter, weil 10 Meter ist kürzer. Andererseits hast du auf 100 Meter vielleicht eine bessere Datenrate. Also schwimmen geradeaus, also geradeaus. Ein miserabler Satz, merkt euch den bloß nicht. Und daran kann man jetzt theoretisch mal ausrechnen, wie schnell ich hier gerade durch die Gegend schwimme. So, dies dort ist das Fort. Wo kommt man da wohl am besten hinein? Weiß ich, wen die da gerade abgemurkst haben. Natürlich renne ich außen rum, weil irgendwo wird wahrscheinlich wieder so ein Weg sein, über den man viel einfacher da reinkommt als anders. Sei nicht so störrisch, Alter. Hey, wollt ihr mir nicht mal kurz helfen? Mal eben so ein Fort erobern. Was soll daran so schwer sein, weißt du? Ich kann natürlich einfach mal einen Tumult anzetteln, ne? Unsere Zukunft soll in unseren Händen liegen. Das ist unser Land. Hey, damit hat jetzt irgendwie keiner gerechnet. Wieso habe ich eigentlich kein Schwert? Können wir das mal wer verraten? Ich habe kein Schwert mehr in der Hand. Wie ist das denn passiert? Wo habe ich das denn abgelegt? Wo ist denn der nächste Dings? Warenhändler? Nee, da. Ich hätte gerne wieder ein Schwert, damit lässt sich besser kämpfen. Ist toll, oder? Die Karte zeigt mir an, da ist ein Gegner, aber ich sehe absolut niemanden. So, welche der roten Punkte ist denn jetzt was?
Pulverfass und Sekundärziel. Das ist okay, gerade beides irgendwie das gleiche. Ich zünd mal derweil an und such die Flagge, ne? Warum sich hier noch ewig aufhalten mit dem Ding? Ist ja eh nur so ein kleines Fort in Boston. Dass mir gehörig auf den Senkel geht. Ah, da vorne ist die Flagge. Gut zu wissen. Ist blöderweise kein Kommandant mehr da, der irgendwelche Befehle abgeben kann. Na, dann holen wir sie doch mal ein. Und hissen eine andere. Nicht unbedingt unsere eigene, aber immerhin eine andere. Eine Karte aller Händler hätte ich gerne mal. So. Das wievielte waren das jetzt? Weiß das irgendwer noch? Da drunter oder wie? Nee, ernsthaft, wo ist die? Der muss aus Batman geflohen sein. Was? Ja, ich bin aus Batman geflohen. Was? Ich hab getrunken. Keine schlechte Idee. Wo ist diese verdammte Kiste? Doch nicht etwa unterirdisch oder so ein Scheiß, oder? Ich frag mal direkt die Karte. Karte? Kiste. 14 Meter unter mir. Sieht verdammt nach Geheimweg aus. Okay, ich formuliere es mal so. Weh, ich springe jetzt hier runter und ich muss wieder hier raufklettern. Wieso ist sie denn hier unten? Du hättest mir auch einfach gönnen können. Jetzt muss ich die wieder aufknüppeln. Mal ernsthaft, für diese sehr einfach versteckte, von außen erreichbare Kiste nehme ich ein ganzes Fort ein. Der Dieb ist schon wieder unterwegs. Yay, 7500. Da habe ich ja mittlerweile wieder alles drin, was ich für die Karten ausgegeben habe.